Himmel ist tiefblau und man denkt, es wäre kurze Hosewetter. Aber irgendwie bläst der Wind von Osten. Und deswegen ist es auch ganz schön kühl. Also für kurze Hosewetter wäre es noch nichts. So ist es schon der Hammer. Das Licht. Sparbrücke. Da ist der Hunsberg. Da in die Richtung geht's. Gut. Ist natürlich jetzt am Montagmittag ganz anders, wie am Sonntagmittag. Am Montagmittag ist nichts los. Dann rein am Etage. Das ist Froschkonzert. Und die Störche. Gucken sie auch drüber. Ah, die Neugierde. Eieieiei. So viel ist schon, so dick die Flügel. Ja. Ja, zum Fliegen reicht es ganz. Aber ich schätze, dass das der erste sein wird, der losfliegt. Also mein Tipp ist, besser ohne die Woche hier lang zu fahren, zu laufen, als hier am Wochenende. Ist hier ganz schön viel los, aber einer mehr tarisch. Die Strahle von den Fliegern, also die Abgaslinie, ist kurz. Da wird es noch ein paar Tage so bleiben. Hauptsache, hofft man zumindest. Konzert. Normalerweise müsste es ja sehen. Das ist mir schwierig.
Weil die sitzen ja halt am Rand im Etage, alle in den Bäumen, in den Gebüschen und pfeifen um die Wette, die Nachtigallen. So ein kleiner Vogel und dann so eine Stimme. Wunderwerke der Natur. Wenn es so kommt, wie die Wissenschaftler sagen, wird man das 2060, 2050 wahrscheinlich nicht mehr hören. Da sind die nämlich alle schon hin. Deswegen muss man das jetzt noch genießen, solange man das noch so genießen kann. Dann laufen sie am Rennermetage hier hinten durch mit der Kippe in der Hand. Was machen sie dann mit der Stummel? Schmeißen sie natürlich fort. Und dann saß das ein Stummel, Zehntausende von Liter Wasser vergiftet. Dann gucken sie sich an, als vom anderen Stern wärst. Wie der Klatterweiß. Sieht eher aus wie Klatterweiß. Da. Gefährliche Stelle mitten im Sommer. Im Frühling. Spiegelt, wer da durchs Nasse fährt, da kommt das eine an. Ja, Kurzberg, 1000 Facetten, da hier wieder am Kirschberg. An der Semmer entlang. Leute in der Jungsteinzeit gesiedelt haben. Der kleine Wiesengrund und der Kirchberg. In Abelsahn. Jetzt haben wir gleich wieder in die Tunnel. Das Naturschutzgebiet. Aus die Bodenmühle jetzt. Und da ist der Asiate auf mir gelandet. Da ist er. Ich fährt jetzt mal ein Stückchen mit mir mit. Der Gunter Strack und die Witter Pol. Ich denke da jetzt mal dran. Das hat sich meine Erinnerung festgebrannt. Die Villa auf Werde. Da liegt sie zum Greifen nah. So still und friedlich sieht es aus. Die schöne Natur. Die Heidenmühle, die der Türkenhannes ausgeräumt hat. Der, wo dann in Umstand am Galgen hingerichtet wurde. Wo die Räuber da die Buntenmühle angesteckt haben. Und dann sind die denen zur Hilfe geeilt. Und bis sie wieder zurückkamen, war die Mühle leer geräubert. Ja. Geschichte und Geschichten. Die Steinzeit, die Römer waren hier, sondern auch die Räuber. Halli, hallo, die Räuber, die rauben jeden aus. Ja, hat man auch den Berg wieder geschafft. Dolzberg, vorne Niederklingen. Und da hinten dran Oberklingen dann.
Jetzt geht's von jetzt am Ortsrand Niederklingen. Und jetzt sitzt auch ein Storch im Nest. Ah, da ist die Familie Storch. Da sehen wir sie. Ja, Durst haben sie. Sind auch schon ganz schön weit. Wenn man sie so sieht. Ah, da haben schon mal die Vögel gespreizt. Zum Fliegen reicht es aber noch nicht. Wird noch. Der Große zeigt mir mal, wie es geht. Badesee in Niederklingen. Natürlich darf man ja nicht zum Baden. Jetzt das Engelkästchen durch in Niederklingen. Kann man mal sehen, unnötig von hier Arzt gehalten. Sieht ja interessant aus. Schöne alte Heiß hier. Kann man es von der anderen Seite nochmal sehen, wie verwittert die Balken doch sind. Aber haben trotzdem noch super gehalten. Das sieht man, wir haben ganz schön was mitgemacht. Zwei Kriegestrecken drin. Die haben die gute alte Zeit noch miterlebt. Die Balken. Schönen alten Häusern. Schöner Ort, hier der Klingel. Ah, und mit dem Schmuckstück schon wieder vorbei. So schön wohnt es. Nee, nicht der Klingel. Man ist immer das versucht zu sagen, dass man nicht, Niederklingen sagt, sondern dass man Oberklingen sagt. Der Oberklingen kommt erst noch. Und der Lebetrauer läuft die Semme entlang. Da Niederklingen, da Oberklingen. So richtig Land und Wald. Einfach schön, alles im Nahbereich. Kann man locker hinradeln, kann man hinlaufen. Schöne alte Kirche. Da wieder das hübsche Haus hier am Bach. Da der alte Ortskern, Oberklingen. Jetzt aber. Da sieht man es nochmal, die Kirche. Da ist das Gemeindehaus, wo wir klingen, wo die Flüchtlinge hinten untergebracht sind. Thank you.
uns kommt der Strom aus der Steckdose. Die alten Häuschen, da, die uralten Schindel, und da kann er mehr drin. Gardinen sagen nicht immer, dass die Leute da drin wohnen. Hier steht auch unheimlich viel leer in Oberklingen. Kriegst kein Geld mehr dafür, lass es leer stehen. Verfällt. Wohnraum wird auch hier gesucht. Über die Spekulation, die Leute wollen alle Kohle haben. Ja, überall die Atomkraftbefürworter. Natürlich keine Windräder. Die wollen saubere Energie, wo man nicht sieht. Bleibt eine Atomkraftfabrik. Jetzt gerade Kohleausstieg sehr beschlossen. Die Stecke ist der Stecker in die Nase. Da kommt wahrscheinlich auch Strom raus. Wer weiß. Hoppla, was ist da passiert? Da hat mich schon wieder ein Vogel angeschissen. Soll aber Glück bringen, wenn einen die Vögel anscheißen. Ah, dann geht's wieder aus Oberklingen raus. Richtung Schmelzmühle, wo ich auch hin wollte. Ich hatte da was gesehen auf der Karte. Das wollte ich mir mal noch mal genauer ansehen. Als Ausgang Oberklingen. Denkt doch gerade, man wäre ganz woanders. Im Urlaub. Im Urlaub. Selbst die Schafe genießen es. Kann man gemütlich ablegen. Na, hier schönen Schafe. Da bin ich jetzt ab von der Straße in den Wald. So, und schon ist man im Wald. In die historische Gegend. Mystisch und schön. Warum ist es überhaupt dort? Jetzt ist nur stetig den Berg hinauf. Aber wunderschön ist es hier. Da, die Waldamsel. Können Sie die Kamera noch mal kurz zücken? Da kann man jetzt sehen, wie das hier affig den Berg hinauf geht. Das ist einer der sattesten Anstiege hier im Wald. Aber wenn ich jetzt weiter will, muss ich da hoch. Da schaltet dann mein Beinakku in den kleinsten Gang. Und dann
komisch, hier irgendwie immer wieder hoch. Aber das war jetzt immer so ein kleiner kurzer Erfahrungsschmack. Jetzt kommt es nämlich auch mal knüppeldicker. Da muss man sich dann auf die Sattelspitze setzen. Jetzt geht das Fahrradfahren hoch, wenn es so affig steil wird. Und dann kommt man da schon hoch. Wie toll diese kleinen Vögel pfeifen können. Da habe ich mich jetzt schon hochgeackert. Da ist er weggeflogen, der Stau. Am Wochenende begegnen einem hier schon mal Leute. Aber ohne der Woche. Kommt da in der Regel keiner vorbei. Aha, was ist denn da? Weil da gibt es doch so alte Stellen im Wald, wo die Leute früher gesiedelt haben. Hier sieht jetzt aus wie so ein alter Steinbruch erstmal. Was sie hier wohl rausgeholt haben. Gneis oder Erz. Gneis haben sie rausgeholt. Straßenbaumaterial, da sieht man es. Es glitzert so ein bisschen, also ein erzhaltiger Stein ist das. Das war das typische Straßenbaumaterial um 1900. Und auch die hatten, wenn sie Schuhwerk hatten, immer nur schlechtes Schuhwerk. Und man sieht, da ist Glitter dabei. Ja, da sind schon die Leute in der Steinzeit drauf abgefahren. Die haben da ihre Gräber mitgeschmückt in der Steinzeit mit Glitter. Da kann man es sehen. Kann man mal gucken, dass man da mal hinkommt. Wie tief sie sich da in den Berg reingegraben haben. Nur um an dieses Straßenbaumaterial dran zu kommen. Das haben sie dann an die Steinmühlen geliefert. Die haben das zerkleinert und haben das dann auf die Wege gestreut.
Das sind all diese Wegerollierungen. Das haben sie schon hunderte von Jahren so gemacht. Da kann man ja sehen, diese Canyons, die sie gegraben haben. Hier waren sie ganz schön unterwegs. Jetzt haben sie ganz schön tief alles ausgeschachtet. Was eine Viecherei. Mit primitivsten Arbeitsgeräten. Weil die haben ja auch noch keinen Dynamit gehabt. Oder vielleicht schon, ne, eigentlich nicht. Ist alles mit der Hand raus gemacht worden. Ja, das ist schon eine riesengroße Grube hier oben. Geht da hinten noch weiter. Ist hier nur der Rand, wo man das erkennen kann. Das muss man sich mal vorstellen. Mit Hacken, mit Hämmern haben die das hier ausgegraben. Dynamit, Sprengstoff, das nutzen diese Steinbrüche heutzutage. Aber die haben das alles noch mit der Hand gemacht. Dann kann man es noch ein bisschen besser sehen, ist ein Baum umgefallen. Und da sieht man die Steine, die sie da rausgeholt haben. Und die haben sie dann vielleicht auch mit dem Rücken und mit dem Kopf zu Tale getragen, um sie dann in die Steinmühle zu bringen. Sieht man schon. Ja. Unvorstellbar, ich sag's mir immer wieder, es ist unvorstellbar. Die Leute so jammern, wie es schlecht ziehen geht, das wäre eine Zeit gewesen. Da hätten sie jammern können. Auch wieder unheimlich flach begradigt. Ich nehme mich mal so vollends in der Botanik jetzt. Und das sind dann noch diese alten Wege, die heute gar nicht mehr so fahrbar sind, und da bin ich jetzt runter gelaufen. Da fahre ich jetzt gleich weiter. Ich will den Weg gerade mal zeigen. Schon ein heißer Weg. Mitten durch den Wald. Da kommt sie her. Das hat eben voll Spaß gemacht. Ich bin nämlich da oben runter durch den Wald gekommen. Full Adventure. Kann man einfach so runterrollen, da liegen immer mal so ein paar Äste in der Gegend. Da muss man mal kurz absteigen und drüber heben das Fahrrad. Da sieht man diese alten Fahrgleise, die Leute hier mit ihren Kopf und Rücken lassen, barfuß. Im Sommer, im Frühling, im Winter, bei Regen und bei Trockenheit genommen haben. Ich fahre hier so rein aus Spaß, fahre ich hier lang. Und die, mein Gott, was haben die sich gemüht in der guten alten Zeit. Da haben auch nur die Reichen da unten in der Schmelzmühle was gegessen. Aber da war die Schmelzmühle halt noch eine richtige Mühle. Noch kein Ausflugsrestaurant. Ja. Andere Zeiten, andere Nutzungen. So, von da oben bin ich gekommen. Durch den Wald, das ist der Weg. Da muss man halt ab und zu mal stehen bleiben können mit dem Fahrrad, ohne umzufallen. Im Gebüsch, da muss man nämlich immer erst mal gucken. Kann man über den Baumstamm drüber fahren, muss man es drüber heben. Wie geht es überhaupt weiter? Und da muss man so Wegen stehen bleiben. Oder wir werden halt nur solche Wege. Aber die sind ja drück und langweilig, da kann man ja nichts erleben. Aber manchmal sind die Wege so krass, dass man wieder umdrehen muss, weil es nicht geht. Ich muss auch jetzt gleich wieder die Kamera einpacken, weil der Weg auch hier zwei Hände erfordert. So,
wenn ich sie hochschiebe, habe ich ihn gerade gesehen. Da sieht er auch toll aus, so zum Beispiel die Bursch von hier aus. Wir fahren jetzt 9 Kirchner Höhe. Da voraus ist der Felsberg. Und daneben dran ist der Melibogus. Also. Und da unten hier im Nebel, das ist der Taunus, Frankfurt, Rhein-Main. Und da ist der Ortsberg. Was sollen wir da in Urlaub fahren? Wir spenden jeden Tag in Urlaub. Jeden Tag. Und wenn man genau hinguckt, dann kann man was finden im Odenwald. Da, was das mal für ein schönes Service gewesen sein muss in der Bauernzeit, vor 100 Jahren. So, jetzt kommen die lockeren Wege. Jetzt sind so Steine auf. Da ist alles lächerlich, geht das, was ich jetzt eben schon alles erlebt habe. Es ist spaßig. Die schöne Heimat, wo ich zum Glück wohnen darf. Ich sage es immer wieder. Und dann will ich halt auch fit bleiben. Wenn ich Leute sehe, Freunde von mir, die 5 Jahre jünger sind wie ich und so einen dicken Bauch haben, dass man denkt, sie wären im 18. Monat schwanger. Irre, total irre. Mit denen kann ich das so natürlich nicht machen. Wo ich gerne mal mit solchen Leuten mal fahren würde. Aber wir haben keine Bauer. Das packe ich noch nicht mal mit dem E-Bike. Das zieht natürlich auch rein, wenn man hier hochfährt. Aber es macht total Spaß. Ich bin so froh, dass ich das machen kann. Dass ich dazu noch die Power habe. Mit fast 60 Jahren. Aber jede Strapaze hat auch ihre Belohnung. Das ist das Gute an der Geschichte. Das ist dann die Belohnung, die Aussicht. Wunderschön. Dafür macht man es doch gerne. Bei den Jahren waren hier auch die tollen Bäume, sind natürlich alle umgefallen. Arsch. Aussicht kurz. Wenn man dann rauskommt, dann hat man die Wahnsinnsaussicht. Das ist dann wirklich, das hat mir, wow, Gott sei Dank habe ich das wieder mal gemacht, hier hochzustampeln. Von hier oben ist der Aussicht schon super. Dann wird hinten den Rossberg bei Rossdorf. Geradeaus voraus die Moritz bei Dibusch. Da ist Rhein-Main-Gebiet. Und da hinten ist Kraftwerk Staudinge. Da ist es, da wo der Strom herkommt. Da vorne Großumstadt. Hinter der Spessart, der Hahnkamm. Und dann noch der Binselberg mit den Windrädern. Eine Wahnsinnsaussicht. Auf Mähring geht es auch bitterbös den Berg hoch. Die alte Schindelläuse.
schöner Baum. Die sind lustig. Die Dachreiter. Die Altschulen. Und da ist der Aufgang zur Brücke. Da fahren wir jetzt mal noch auf. Und das sind die Basaltsäulen. Der Otzberg ist ja noch ein ziemlich junger Vulkan. Da kann man diese Basaltsäulen sehen. Den Parkplatz hier. Und da ist das auch noch mal beschrieben auf der Tafel. Da müssen wir mal nachlesen. Ja, da reißen wir mal den vorbei, einen schönen Blümchen, den Burgweg hinauf. Den können wir also locker hochfahren auf den Otzberg. Auch ohne E. Und natürlich auch locker hochlaufen. Ein schöner Weg. Also wenn ein Auto entgegenkommt, dann wird es schwierig. Die Kamera in der Hand ist mir das Mittel der Wahl bei Autos. Wenn die hier runterkommen, dann kann man da langsam vorbeifahren. Wird nicht abgedrängt. Also es hat mehr Vorteile, wenn man eine Kamera zur Hand hat. Und manchmal wird es schon ganz schön grenzwertig, wenn die es runterschießen. Da sieht man es jetzt. Für mich ist das natürlich locker, aber ich bin ja das Maß aller Dinge. Ich habe ja auch eine totale gute Kondition. Da ist das bei mir natürlich alles anders. So, sind wir gleich da. Ja. Können wir noch die Rollen der Zugbrücke erkennen, die sie damals runtergelassen haben mittlerweile. Wenn sie mit ihren Pferden hier hochgeritten sind. Da das sind die Patch-Öffnungen, da haben sie heißes Patch durchgeschüttet für die Belagerer, wenn die dann doch hier reingekommen sind. Sieht man noch den wuchtigen Torbogen, wie es dann in die Innenburg hineinging. Da die alte Tür. Und das hier ist das Brunnenhaus. Das ist noch die Anekdote von mir selber. Hier gab es vorher so einen anderen Schwachkopfpächter. Und der hat mir Hausverbot gegeben hier für alle Gebäude, auch für den Turm, weil ich es gewagt habe, in den Brunnen hineinzuspucken. Schon immer als Kind, dass ich den Brunnen von Burgen hineinspuck. Da hatte ich auch immer Hausverbot. Das hat ein paar Jahre gehalten, bis der Schwachkopf dann endlich wieder weg war wieder. Das war vielleicht ein K.O., der hier war. Als Pächter, unglaublich. Sieht man das mal von außen. Auch mal. Das ist gerade die Landwirte da. Drüber. Kann man das noch mal sehen, wie das 1900 aussah hier. Da stehen sie noch in ihren alten Klamotten. Das waren noch Zeiten. Wie der Steinbruch da oben, wo ich das gesehen habe mit dem Gneisabbau. Gerade eben in Hasenrot. Da waren eine Schmelzmühle. Das ist diese Zeit, 1900. Und hier der Krain, der vormalige Burg. Möchte hier, der hat dann aufgegeben, das war zu alt dann schon dafür, das zu machen, eine super Sammlung drin gehabt mit Zinnfiguren und mit alten Relikten aus der Umgebung. Und der Schwachkopf, der hier dann das gepachtet hat, der hat dann da Tolkiens Welt reingebaut. Ein absolut blöder Blödsinn.
ein alter Brunnen. Da haben sie das Wasser rausgeholt. Früher einmal. Heute nicht mehr. Ah, und das ist die Weiße Rübe. Das wird so genannt. Das Bollwerk, dieser Turm. Leider ist er so, kann man jetzt nicht rein, da kann man jetzt auch nicht von oben diese bombastische Aussicht sehen. Naja, man muss ja nicht immer rein. Man kann es ja auch mal sehen, so. Ich kann dann nochmal da drüben über die Wandung gucken und nochmal die schöne Aussicht von oben genießen. Ja, dann können wir nochmal hier die Wendeltreppe emporsteigen. Hoho. Diese gigantische Aussicht von hier oben nochmal genießen. Das hat sich dann schon gelohnt, hier hochzufahren. Da oben ist Hasenrot, Hummelbrot, wo die alte Römerstraße entlang geht. Und weit kann man gucken. Da in der Berg ist die Bergstraße schon. Nochmal ein Burgenwohnzimmer. Mal nochmal rundherum schauen. Ja, das schöne alte Gebäude. Da der Turm. Ohne Fenster, wie es in der Burg damals auch war. Dann sieht man hier sowas, das sieht fast aus wie eine Ornamentik. Ist aber keine Ornamentik, es ist Steinfraß. Das ist deswegen passiert, weil es Sandsteine sind, die man aus dem Sandstein herausgebrochen hat. Wenn das jetzt Sandsteine wären, die oberirdisch gelegen hätten, dann wäre das nicht passiert. Aber Sandsteine, die aus dem Sandstein herausgebrochen wurden, sind einfach anfälliger für Witterung. Sieht ja toll aus. Kannst du gar Gesichter drin vermuten. Naturornamentik. So, nehmen wir da auch nochmal die Treppen auf. Kann man hier auch noch mal so drüber gucken und sieht da noch mal die schöne Aussicht. Da hinten ist der Felsberg, wo das Felsenmeer ist, wo der Werkplatz der Römer drauf ist für die Säulen, die Sandsteinsäulen in Trier von der Konstantinbasilika. Nebendran ist der Meliburgus an der Bergstraße. Kommen die Windräder von Ober-Niederbeerbach und von Nord. Dann da vorne im Dunste ist der Taunus, das Rhein-Main-Gebiet. Frankfurt sieht man jetzt nicht,
Es geht dann wieder runter dahin bis zum Kraftwerk Staudinge. Tolle Panorama-Aussicht, die man von hier oben hat. Besonders wenn hier von Westen und da also ein Gewitter heranzieht. Das sieht super aus. Das ist hier der optimale Platz. Das würde ich empfehlen, der Gewitter-Aussichtspunkt. Ganz gut, wenn man so alten Burgen mal auf die Erde guckt, kann man unter Umständen auch aus dieser Zeit, wo es sie gegeben hat, im Mittelalter, noch Scherben entdecken. Da sieht man so eine geriffelte Gefäßscherbe. Ja, die wird schon so um 1400, ja, 1500 etwa gewesen sein. Die ist nämlich innen drin lasiert. Fast schon die Dieburger Zeit. Kann sein, dass das sowas ist. Das Brunnenhaus, das hat ja nicht offen. Aber jetzt habe ich gedacht, das gucke ich nochmal hier hinten rein. Und da sieht man dann diese riesen Welle, wo sie das Wasser mit hochgeholt haben. Da sich so ein bisschen dran vorbeimogeln. Und da sieht man dann auch den Brunnen. Kann man jetzt nicht reingucken. Also da ist er. Der Otzberger Brunnen. Da sieht man dann noch ein bisschen besser. Jetzt können wir es von der anderen Seite auch nochmal sehen, wenn man da wieder rausfährt. Können wir nochmal den massiven Ring sehen. Das ist so ein Eisenring. Auf die Dächer von Oberklingen werfen. Nochmal hinunterblicken. Da vorne der Taunus. Im Dunste Frankfurt. Da irgendwo muss es sein, ja, da sieht man so schemenhaft. Der Autofokus wieder, spinnt wieder. Von der Kamera sind wir so. Da sieht man es also noch von ferner. Da vorne eine große Umstadt. Im Krankenhaus. Ein tolles Bettenhaus. Dann hier der Hering, Otzbesch. Also von der Aussicht her ist es hier immer eine Reise wert, der Otzberg, der Berg der Heimat. Und wenn man runterfährt, dann ist das hier nochmal die letzte schöne Aussichtsblick, wo man nochmal hinunterschauen kann, wo man jetzt gerade gewesen ist. Also einfach wunderschön, wie das riecht. Geht mir natürlich als Allergiker gleich wie die Nase zu, aber ich rieche das total gerne. Die Natur, so schön. Und den alten Fußweg, den die Leute hier früher genommen haben, zu Uhrzeiten schon, der ist nämlich auch rolliert und gepflastert, den fahre ich dann wieder hinunter. Komme ich dann unten in Lengfeld raus. Ich brauche auch jetzt beide Hände mit am Lenker. Da fliegen sie, die Räuber, die Stare. Schöner Ausdruckspunkt ist das, der Otzberg. So, da war ich schon auf Lengfeld zu. Otzberg Staube, der liegt jetzt schon hinter mir. Ja, bin ich auch schon wieder aus Lengfeld draußen und roll Richtung Horzen.
links der Wiesengrund. Rechts kommt jetzt wieder der Scherbenberg. Der Scherbengrund. Wir sind bei Grenner Großumstadt. Den Binselberg. Da, wo man die Bäume sieht, das ist der Fischborn. Diese römische Villa war einstens. Da unten ist der Scherbengrund. Der Scherbenberg. Historische Scherben gefunden wurden und die Leute in der Steinzeit hier gesiedelt haben. So, München Ortsum. So, München Ortsum, der Krötegasse. Hier wohnen lauter Kröten, deswegen heißt es Krötengasse. Quack, quack. So, fahre ich auch schon wieder aus Habitzheim raus. Also das mit dem Ortsberg. Die Mohnblumen. So, gemütlich geht's zurück. Von Habitzheim hört man noch die Glocke. Hier haben die Leute auch überall in der Steinzeit gesiedelt. Alte Siedlungsplätze. Immer schon besiedeltes Land. An Beginn der Zeit. So, und dann habe ich schon wieder den rheinland-metallischen Blick, bin schon wieder daheim. Ich habe 30 Kilometer war das heute. Locker da bereist du. So, da werden wir zum Abschluss noch einen Blick auf den Teichscheunenstorch und seine drei Jungen. Warten, dass man fliegen kann. Ah, Gefiederpfleger. Wie aussieht, putzig. Das weiß ich schon mal. Abenteuer Fahrradfahren.